meine Lieben, Runde 3 in unserer Triologie. Ich glaube, mittlerweile kann ich es sagen. Heute, die. Der ist schon total aufgedreht. Der ist schon so richtig scharf drauf auf den armen Ritter. Süß. Mehr weiß ich auch noch nicht. Das muss ich mir jetzt in der kleinen, aber feinen Küche noch ganz gut überlegen. Aber Ahornsirup wird eine Rolle spielen. Attacke, auf geht's. Bis dann. Also ich hätte jetzt den Ahornsirup einfach mit in die Eipampe mit rein. Nein. Warum nein? Würde ich nicht machen. Warum nein? Sie können ja für Sie was Extras machen und mal probieren. Hinterher drüber. Ja, hinterher drüber. Hinterher drüber. Wenn alles schon durchgebacken ist. Okay. So ein bisschen was drüber gemacht. Okay. Zum Probieren. Okay. Und Walnusseis. Und dazu gibt es Walnusseis. Oh, geil. Das ist eine geile Idee. Okay. So machen wir das jetzt. So Leute, Zucker mit Zimt, die Eimasse und Spatzel, wie willst du das jetzt machen? Na komm, geh weg hier. Ja. Ich mach das hier schon. Okay. Ja. Sie haben ja nicht so großen Hunger, trotzdem nehme ich hier so ein großes Toastbrot. Ja, das teile ich mir dann mit dem Alex. Das kommt jetzt wieder hier hin, schön hier rein in die Eimasse. Der hat jetzt schon mal angemacht, sonst dauert es wieder zu lange. Dann wird es in Zimt und Zucker reingetunkt. Oh. Beiden Seiten. Und ich habe zu wenig Zucker und Zimt. Labert. Hm? Slank. Nee, es langt nicht. Weil das Toastbrot ist zu groß. Streu doch noch was drüber. Ja. Das geht schon. Das kriegen wir alles hin. Boah, das wird lecker. Das wird lecker. Gott sei Dank muss er schon mal Aprilzimt testen. Ende April. Es nicht mehr so schwierig ist. Ja, vielleicht wäre ein flacher Teller besser gewesen. Ja, hätte ich auch. Habe ich auch gerade so halbwegs drüber nachgedacht. Alex, stell dir mal vor, wie das nachher gleich duftet. Karamellisiert. Auch. Mhm. Mhm. Nicht so viel. Zimt. Ja. Sieht ein bisschen komisch aus jetzt. Und dann probiere ich. Alles gut, ab in die Pfanne. Dann probiere ich jetzt erstmal Ahornsirup. Habe ich noch nie gehabt. Leute, ich sag's euch, das riecht geil. Richtig lecker. Ich hoffe, es schmeckt euch auch gut. So, oder nee? Dann müssen wir das noch einmal teilen. Nehmen wir das Messer hier. Ja, schneiden wir es wieder so durch. Wieso muss das immer so heiß sein? Blutige Hennerkäpf. So. Eins darüber. So. Willst du fertig dekorieren? Mach du mal, Schatz. Ich, ach, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Du wolltest das Video übernehmen. Du hast das Video übernommen. Ich stelle dir auch schon die Sahne hin, wenn noch was rauskommt. Bitteschön. In der Zwischenzeit mache ich nämlich für Alina das schon. Das Toastbrot. Jetzt habe ich meinen flachen Teller genommen. Und ich hoffe, es wird besser, so wie ich es mir gedacht habe. Jetzt kommt es nämlich jetzt auch in die Pfanne. So. Ja, bei mir bitte keine Sahne. Nein? Nee. Bei mir auch nicht. Dann ist das meins. Okay, dann halt. Ist das. Gut, Ahornsirup. Ja. Ganz bisschen nur.
ich das für dich. Ja, gut. Gut. Ah, wunderbar. Zum Probieren, ne? Ja. So. Wo hätten Sie Ihre Sahne? Hier? Ja, irgendwo hin. Ja. Ich habe meine Sahne beschimmeln wollen. So, das war die letzte. Ja, Leute. Und dann heißt es noch probieren. Alex, bitteschön. Dankeschön. So, Leute. Also hier jetzt der süße arme Ritter. Ja, ja, ja. Jetzt probieren wir das Ganze einfach einmal. Das ist mal eine richtig geile Süßspeise. Ja. Jo. So. Lecker. Wir essen jetzt, Manu dann natürlich auch noch. Und nachher sehen wir uns dann nochmal zum gemeinsamen Fazit. Und dann Ende der Trilogie. Super besetzt. Ah. Ah, herrlich. Leute, das war jetzt echt noch zu den armen Rittern der krönende Abschluss. Die süßen armen Ritter. Fantastisch, genial, einfach nur lecker. Ich habe mir sogar noch mehr Ahornsirup dann draufgeschmissen. Einfach nur geil. Das Walnusseis dazu. Gut, dass es Vanilleeis aus war. So haben wir mal Walnusseis angerissen. Perfekt. Einfach nur geil. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Ihr zwei? Was ich jetzt sage, das war richtig klasse. Das Walnusseis, das war nussig. Aber gut. Achso, das heißt ja Walnusseis, stimmt ja. Nee, einwandfrei. Wirklich, Ritter, süß. Für den Tag kannst du nichts verbessern. Alles tipptopp. Ja. Und du? Und ich habe nur für die Leute hier ein bisschen was gemacht. Ich habe nichts davon gegessen. Du hast genascht, ich hab's gesehen. Oh, aber jetzt fällt mir ein. Ich habe mich ja vor Cola eingeladen, jetzt habe ich gestern aber keine Cola getrunken. Ist doch mir egal. Dann muss ich wieder Coca-Cola trinken. So. Ja, genau. Jetzt hast du ja. Wunderbar, wunderbar. Leute, das war jetzt das dritte Video. Ich hoffe, auch dieses hat Spaß gemacht. Macht es einfach nach. Es ist einfach eine leckere Sache, ob es das erste, zweite oder nur das dritte, je nachdem. Auf einer Feuerplatte hätte es mir wahrscheinlich sogar noch mehr Spaß gemacht, aber es ging auch hier in der Küche wunderbar und einfach nur lecker. Richtig. Jo. Ja, die Aussage. Also, junge Mann im Frühling, ich wünsche dir was. Genau. Recht vielen Dank, war richtig klasse, war richtig lecker. Ja, und jetzt darf er endlich verschwinden. Ich weiß nicht, ob bei Udo jetzt das Gewicht noch verpackt, aber mal gucken. Ja. Also, ich sag mal tschüss. Tschüss. Also, Leute, Däumchen hoch, Kommentar, Abo, ihr wisst Bescheid. Ciao, Ikowski.